Bonsoir. Guten Abend. Aujourd'hui nous allons parler. Heute geht es um die Indianer der USA. Im Lauf der Geschichte wurden viele Völker vertrieben, verleugnet und vernichtet. Aber die nordamerikanischen Indianer wurden darüber hinaus benutzt, lächerlich gemacht und man hat sogar Profit aus ihnen geschlagen. Die reitenden, aggressiven und unbarmherzigen Rohlinge aus den Western der 50er Jahre galten wenig später als friedliche Nomaden, die wie in dem Film, der mit dem Wolf tanzt, dem Fortschritt zum Opfer fallen. Für Amerikaner waren sie wilde, aber inzwischen gelten sie als so etwas wie die ersten Umweltschützer. Wir wollen uns auf der Karte ansehen, wie die Vereinigten Staaten die amerikanischen Ureinwohner erst ausgerottet und dann für sich vereinnahmt haben. Woher stammen die Indianer eigentlich? Ursprünglich waren es asiatische Volksstämme, die über das Meer und über Land nach Amerika gelangten. Teils als Küstenfischer, teils als Jäger, und zwar im Bereich der Beringstraße, wo während der letzten Eiszeit eine Landbrücke bestand. Wann genau sie in die neue Welt gelangten, ist nicht bekannt. Die Archäologen datieren ihre Ankunft zwischen 40.000 und 10.000 vor Christus. Sicher ist, dass es in Nord- und Südamerika organisierte Gemeinschaften mit unterschiedlichen Lebensweisen ab 11.000 vor Christus gab. Amerika war demnach kein leerer Kontinent gewesen, wie die Pilgerväter der Mayflower glaubten, und was anschließend Forscher und Siedler behaupteten. Auf dieser Karte sind die wichtigsten Klimazonen Nordamerikas eingezeichnet. Das Klima ist insofern wichtig, als die Indianer von ihrer Lebensform her eine enge Beziehung zu ihrer Umgebung sowie ein klares Bewusstsein dafür entwickelten, was ein Volk der Natur zum Überleben entnehmen kann und was es dafür hergeben muss. Der Nordosten weist Nadel- und Laubwald auf und ist reich an Seen und Wildbächen. Er reicht von den großen Seen und dem St. Lorenz-Strom bis zum Mississippi und zur Chesapeake-Bucht. Aufgrund der strengen Winter gab es keinen Feldbau und die dort lebenden Stämme ernährten sich vom Fischen, Sammeln und Jagen. Die Nipissing, Algonkin, Irokesen, Huronen, Illinois und Mi'kmaq. Sie zogen in Rinderkanus über die Seen und nahmen dabei ihre kegelförmigen Wigwams aus Zweigen und Rinde mit. Natürlich waren es diese Stämme des Nordostens, die mit den ersten Einwanderern aus England und Frankreich in Berührung kamen, vor allem mit den pelzhandeltreibenden Trappern. Südlich der großen Seen lebten die Ottawa, Illinois und Shawnee. Dort war der Boden fruchtbarer und es wurden Mais, Kürbisse und Bohnen angebaut. Im niederschlagsreicheren Südosten gab es viele Sümpfe und Mangroven, eine vielfältige Tierwelt und fruchtbaren Boden. Dort wurden die Indianer zu sesshaften Bauern und ernteten sogar zweimal pro Jahr Mais und Sonnenblumen. Die an der Küste lebenden Indianer bauten Bananen, Zuckerrohr und Tabak zum Rauchen an, Seminolen, Choctaw, Natchez, Cherokee und Chickasaw. Im Zentrum des Kontinents gab es weite Ebenen und Prärien. Dort zogen riesige Büffelherden umher, da es keine natürlichen Hindernisse gab. Die Bisons vermehrten sich rasch, da sie keine natürlichen Feinde hatten. Die Prärie-Indianer, Sioux, Schwarzfuß-Indianer, Cheyenne, Pawnee und Comanchen lebten fast ausschließlich von Bison. Das Fleisch wurde gegessen, das Fell diente der Kleidung und die Häute nützte man für die Behausungen. Im Südwesten regnete es seltener und der Boden war trockener. In den Ebenen und Canyons lebten Hopi, Navajo, Pueblo-Indianer und Apachen. Sie waren sesshafte Bauern, die Mais und Baumwolle anbauten. Diese wurde von den Hopi-Frauen gesponnen und gefärbt. Außerdem jagten sie Kleinwild. Sie zogen kaum umher und lebten in Lehmhäusern, die in Neumexiko und Arizona heute noch zu sehen sind. Auf der Karte wird deutlich, welch unterschiedliche Klimazonen es auf dem riesigen nordamerikanischen Kontinent gibt. Daraus ergaben sich natürlich große wirtschaftliche und kulturelle Unterschiede zwischen den Stämmen. Doch eins hatten sie alle gemeinsam, sie blieben nie ständig an einem Ort. Und vielleicht rechtfertigten die aufeinanderfolgenden Wellen von Pionieren und Siedlern damit die Tatsache, dass sie das Land denen wegnahmen, die es nicht ständig bebauten.
Es handelte sich um den klassischen Gegensatz zwischen Sesshaftigkeit und Nomadentum, zwischen der Arbeit als Tugend und der Arbeit als Notwendigkeit. In diesen Grenzen lebten die wichtigsten Indianerstämme, denen innerhalb von etwa 200 Jahren nach und nach ihr gesamtes Land weggenommen wurde. 1830, also kaum 60 Jahre nach der Unabhängigkeit, erließ der Kongress auf Initiative von US-Präsident Andrew Jackson die Indian Removal Bill. Das Gesetz ermöglichte die Umsiedlung der östlich des Mississippi lebenden Indianer an dessen Westufer. So wurden Zehntausende Indianer mit Gewalt deportiert, wobei Tausende von ihnen ums Leben kamen, darunter vor allem Cherokee. Von diesen Zwangsumsiedlungen stammt der Begriff Pfad der Tränen. Die Besitzrechte der Indianer wurden in der Folgezeit immer wieder mit Füßen getreten, als die Siedler mit ihrem eisernen Pferd, das heißt der Eisenbahn, immer weiter nach Westen vordrangen. Der allmähliche Ausbau des Schienennetzes macht deutlich, in welchem Maße die Eisenbahn zur Enteignung der Indianer beigetragen hat. Die Eisenbahnlinien gingen vom Osten der Vereinigten Staaten aus, gelangten ins Landesinnere und erreichten schließlich den Westen. Sie drangen immer weiter voran, in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht. Die erste transkontinentale Strecke wurde 1869 fertiggestellt. Die Bauarbeiter ernährten sich von dem Fleisch, das ihnen Büffelschlechter wie der berühmte Buffalo Bill lieferten. So bot die Kansas Pacific ab 1868 Ausflüge an, auf denen man von speziell dafür hergerichteten Waggons aus auf Bisons schießen konnte. Die Tiere wurden, ob tot oder verletzt, zurückgelassen. So ging die Zahl der Bisons in Nordamerika zwischen 1800 und 1890 von 75 Millionen auf ganze 800 zurück. Mit dem Abschlachten der Bisons vertrieb man die Indianer, denn man vernichtete ihre wichtigste Ressource. Durch das Vordringen der Siedler nach Westen verschwanden die Indianer allmählich aus diesen Gebieten. Innerhalb von 200 Jahren hatte man sie enteignet, in Reservate gesperrt, zur Anpassung gezwungen, christianisiert und durch Krankheiten und Alkohol dezimiert. Vor der Ankunft der Europäer gab es zwischen 1 und 12 Millionen Indianer. Als es 1890 zum letzten Massaker am Wounded Knee Creek kam, gab es der Volkszählung von 1896 zufolge nur noch 250.000. Auf dieser Karte sehen Sie die heute im 21. Jahrhundert noch bestehenden Reservate. Sie ist relativ ungenau, denn viele Indianer leben inzwischen in der Stadt. Und seit mehreren Jahrzehnten vermischt sich die indianische zunehmend mit der übrigen Bevölkerung. Denn von den Indianern kann man nicht nur in historischen Begriffen reden, wie zum Beispiel im Fall der Inka. Die nordamerikanischen Indianer haben ihre Kultur nämlich teilweise in die moderne Zeit hinübergerettet. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit haben sie den Völkermord überleben können. Aber wie soll man sie nun nennen, diese Menschen und Völker? Natürlich Indianer. Nur, dass diese Bezeichnung daher rührt, dass sich Kolumbus in der Richtung geirrt hat. Denn als der 1492 auf einer Karibikinsel an Land ging, glaubte er, in westlicher Richtung nach Indien gelangt zu sein, hatte aber Amerika entdeckt. Daher die Bezeichnung Indianer. Das war der erste Irrtum. Außerdem hatten andere Europäer bereits vor ihm Amerika entdeckt, aber das ist eine andere Geschichte. Darüber hinaus sind uns viele Indianer unter Namen bekannt, die ihnen erst viel später von Europäern gegeben wurden und die auf körperlichen Merkmalen und flüchtigen Beobachtungen beruhen, wie zum Beispiel die Schwarzfuß-Indianer und natürlich die Rothäute. Eher Anlass zum Schmunzeln gibt die Tatsache, dass sie entsprechend der Political Correctness immer wieder umbenannt wurden in Amerindians, Native People und nun First Nations. Denn wie jemand bezeichnet wird, ist durchaus keine Nebensache. Es berührt natürlich seine Identität. Man bedenke, dass Indianer im Bundesstaat Utah erst seit 1956 wählen dürfen. Heute gibt es wieder 2,2 Millionen Indianer in den USA. Ihre Zahl nimmt wieder zu. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sie eine große politische, wirtschaftliche und künstlerische Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Letztendlich haben sich die Amerikaner selbst dadurch geschadet, dass sie die Ureinwohner nicht geschützt haben. Sie haben sie oft nur für sich vereinnahmt und benutzt. Dakota ist ein Flugzeug von Douglas, Cherokee ein Geländewagen von General Motors oder Ford, ich weiß es nicht mehr. Tomahawk und Apache sind Marschflugkörper. Pontiac ist ein Auto und Pocahontas ein Zeichentrickfilm von Walt Disney. Ob die Stämme dafür Tantiemen erhalten?
Die Zeitschrift National Geographic hat sich im September 2004 mit den Indianern und vor allem in einem Kapitel eingehender als wir mit den Indianern von heute beschäftigt. Es gibt die Zeitschrift auf Französisch und auf Deutsch. Eins der besten Bücher, das ich zu diesem Thema gelesen habe, ist Indianer von Larry Zimmermann, das in deutscher Sprache bei Drömer Knauer erschienen ist. Ein ganz wunderbares Buch. Dort finden Sie die Adresse der offiziellen Website des Brasilienjahres und auf den deutschen Seiten auch Hinweise auf Bücher über Brasilien in deutscher Sprache.